Ja, also wir haben bei uns zu Hause die Heizung neu gebaut quasi, also die Heizungssteuerung neu gebaut. Und da mein Vater auch Elektrotechniker ist, hat er gesagt, wir bauen da was Eigenes. Und dafür haben wir uns so eine Siemens Logo SPS genommen. Die hat, wie man hier vielleicht sieht, so 8 Eingänge standardmäßig, 8 digitale Eingänge, also 1,0 auf 230 oder 24 Volt. In dem Fall ist das jetzt die 230 Volt Version. Genau, und hat hier unten noch 4 digitale Ausgänge und dann noch 2 analoge Eingänge, die man dann hier jeweils belegen kann. Dazu gibt es noch Zusatzmodule. Das lässt sich auch erweitern auf bis zu, ich glaube, 16, nee, bis zu 24 Eingänge und 16 Ausgänge, glaube ich. Und die haben wir zu Hause eingebaut, haben dazu einen großen Schaltkasten gebaut, wo die ganzen Relays drin klickern und können jetzt jeden Heizkreis einzeln steuern. Dazu habe ich dann eine kleine Seite erstellt, beziehungsweise wir haben zu Hause den Server im Keller stehen. Das Ding hat eine Ethernet-Verbindung, damit man über die Programmiersoftware von Siemens da die Firmware aufspielen kann. Und da kann man auch direkt die Temperatur auslesen. Das ist in der Software von Siemens in Java geschrieben. Was ich also gemacht habe, ist, mir diese Software zu nehmen. Das ist dieses Logo-Komfort-System. Genau, jetzt seht ihr auch schon die Heizungssteuerungssoftware. Das Ganze wird programmiert über quasi digitale Kommandos, beziehungsweise es gibt Zeitschaltuhren, also es wird einfach nur zusammengeklickt und die Module werden untereinander verbunden. Dann hat die Software die Funktion, dass man hier übertragen die EA-Zustände auslesen kann. Was ihr jetzt auch gleich macht, das ist aktuell der EA-Zustand der Logo, die zu Hause ist. Und um rauszukriegen, wie die Software das macht, habe ich mir dann einen Wireshark angeschmissen. Hab die Kommandos mitgeloggt und da das Ganze ursprünglich mal für serielle Schnittstellen ausgelegt ist das relativ einfach. Und habe mir dann dazu passend ein Modul geschrieben in Python. Also, Python. Hast du benimmt die Maschine? Genau. Und alles, was dieses Logo-Modul macht, ist im Prinzip die Kommandos von dem Programm zu emulieren. Und zwar ist das alles relativ einfach. Also man verbindet sich halt mit der Logo, dann gibt es automatisch eine Antwort von der Logo, weil das Ding kann auch noch mit Passwort gesichert werden. Ich nehme mal stark an, dass das Passwort in Klartext übertragen wird. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Dann gibt es einen Kommandomodus, also einen Modus, den man überträgt. Also man sagt der Logo quasi, als nächstes kommt ein Kommando. Und dann gibt es verschiedene Anweisungen, sowas wie Start, Stopp oder den Status soll sie einem ausgeben. Und auch IO-Status, was für uns jetzt relevant war oder für mich da relevant war. Und dann gibt es noch andere Funktionen. Man kann zum Beispiel einen Online-Test machen und sieht dann die Zustände jedes einzelnen Logikbausteins, der da eingebaut ist. Ich habe es nur noch nicht geschafft, das alles zu dekodieren und zu wissen, welcher Baustein dann gerade welchem Wert entspricht, weil alles, was man zurückkriegt, sind natürlich die rohen Bytes, die die Logo da versendet. Wie auf der guten alten S5. Die haben auch noch irgendwelche Byte-Strings im Klartext verschickt von irgendwelchen IOs Ja, genau. Und hier macht er das ganz genauso. Man kriegt dann halt, ich habe hier auch noch so ein bisschen Daten, RoboSniff-Data. Und das ist quasi jetzt hier so direkt so ein Wireshark-Dump. Das heißt, man schickt dann hier 55, 19, 19, 55 ist der Kommandomodus. Linke Seite ist immer das, was ich verschickt habe, und rechte Seite ist das, was die Logo antwortet. Und hier schickt man dann 55 Kommandomodus, 1919a ist eben gerade IO-Status. Also was geht gerade bei dir, weil welche Eingänge sind wie gesetzt. Und was man dann rauskriegen muss, ist eben, welche Bits hier welchem, oder ja genau, welche Bits welchem Eingang oder Ausgangszustand entsprechen. Und das kann man einmal so machen, dass man
halt die Eingänge in der Logo beliebig setzt, indem man eine Firmware aufspielt. Das ging nun bei mir nicht, weil die Heizung sollte ja warm sein und die Heizungssteuerung sollte weiterlaufen. Alternativ kann man auch einfach in der Software von Siemens gucken und da sind halt die direkt nacheinander aufgereiht. Und man muss dann dementsprechend nur noch die Bytes in Bits konvertieren. Und tatsächlich entspricht hier, ich glaube genau, das hier, das CC01, ist dann dementsprechend, also es gibt immer, es ist so aufgeteilt, dass das Maxi, also das hier sind ja immer 8 Byte, das ist immer 1 Byte. Und sie setzen tatsächlich für jeden Eingang und Ausgang ein Bit direkt analog. Das heißt, man muss das nur noch direkt zurückkonvertieren, muss es einmal umdrehen, weil es glaube ich Little Endian ist. Und dann kann man direkt den Eingangs-Ausgangszustand auslesen. Jetzt müsste ich mal gucken, ob ich irgendwas finde. Ja. Und das ist so ein kleines, das kleine Projekt, das ich im Moment am Laufen habe. Und was jetzt das nächstgrößere wäre, wäre halt direkt die Firmware einmal, also eine komplette Firmware-Übertragung mitzulocken und dann quasi die Firmware zu dekodieren, damit ich dann meine eigenen Werte wieder zurückschreiben kann. Weil das Ziel ist eigentlich, die Logo dynamisch beschreiben, also der Logo dynamisch zu sagen, welcher Block gerade welchen Wert haben soll. Das geht auch so einigermaßen mit der mit Siemens Software, allerdings kostet die dann gleich 500 Euro. Und das heißt, du willst die Logo eigentlich nur noch als intelligentes I.O. nutzen? Genau, quasi. Ja. Also sie macht ja auch, also der Großteil, die Logo steuert ja tatsächlich die Heizung, aber was ich zum Beispiel setzen will, ist sowas wie Vorlauftemperatur für Heizkreis Erdgeschoss oder generell Vorlauftemperatur für alle Heizkreise. Das rechnet sie im Moment aus der Außentemperatur, aber das ist halt nur eine lineare Kurve, weil es in der Logo auch nicht besser zu realisieren geht. Mhm. Ne? Und das könnte man dann halt noch ändern. Oder sowas wie Sonderschaltung. Wenn zum Beispiel, also im Moment ist das Profil so angepasst, dass die Heizung immer dann an ist, wenn noch wahrscheinlich jemand zu Hause ist und die benutzt und sie geht dann halt nachts aus. Aber wenn man zum Beispiel mal morgens früh aufstehen muss, dass man halt quasi einen Knopf hat, wo man sagen kann, dass am nächsten Morgen genau die beiden Heizkreise früher an sein sollen. Cool. Jo. Wie willst du das Backend realisieren? Hast du da schon Ansätze? Ja, also im Moment habe ich im Moment das, was wir vorhin gesehen haben, waren ja Munin. Und da habe ich einfach ein kleines Munin-Plugin geschrieben, das direkt die Daten ausliest, wenn es ausgeführt wird. Weil Munin, es führt ja einfach irgendein Skript aus. Wir heißen, ich rufe dir unten dann einmal eine Logo-Verbindung auf und paste mir direkt die Daten da rein. Das Problem ist, Munin läuft nur alle 5 Minuten. Meine Daten werden nirgendwo gespeichert, außer in diesen Graphen. Das ist alles nicht so toll. Deswegen will ich eigentlich das Ganze nochmal in Python implementieren. Das Modul ist ja da, das kann ich ja so schon verwenden. Und dann dahinter entweder in MySQL oder halt MongoDB klemmen. Und nachher auf der anderen Seite dann mit den DY-Graph dasselbe nochmal machen. Ja. Und dass ich dann die direkt aus der Datenbank hole und da reinschreibe. Und sowas wie WFM zum Beispiel schon mal gedacht, was ja auch irgendwie Home-Automatisierung ist? Ja, also vorwiegend. Aber, nee. Okay, auch noch nicht gemacht. Ja. Nee, noch nicht. Was macht FM genau? FM ist eigentlich auch eine Skriptsammlung, um zu steuern. Ne? Also du hast eine Web-Oberfläche, in der du konfigurieren kannst, du hast Eingabe- und Ausgabequellen, kannst damit auch ganz viele von diesen Funksteckdosen und irgendwelchen Funksensoren anbinden, gibt es auch Dongle für, dass du das USB an den Server kriegen kannst, und gibt es Apps zu, dass du auf dem Smartphone was machen kannst, und du kannst dann halt Aktionen hinterlegen, wann was passieren soll, zeitgesteuert, aktionsgesteuert, solche Dinge. Was eigentlich auch gar nicht so schlecht sein soll für sowas. Ich habe mich da einfach noch nicht rangetraut, mich damit einfach mal ein, zwei Tage zu beschäftigen. Ja, ich habe halt im Internet zu diesen Logo-Verbindungen nichts gefunden und sonst ist das halt, das läuft alles im Siemens-Forum ab und da ist das halt so, oh, eine Applikation, die sich mit der Logo-Verbindung kann, ja, normalerweise müssen sie dafür Geld bezahlen, machen sie das mal nicht hier. Und so versanden die dann, die Leute kriegen dann Hinweise, sie sollen sich Python-Skripte schreiben. Mhm. Ja, also da gibt es auch noch keine Sammlung zu. Aber das Protokoll ist halt relativ einfach, weil die Logos, die vor der Ethernet-Logo kamen, waren halt einfach sehr langgebunden. Was ist das eigentlich für eine Heizung, die ihr da habt? Ist das so ein etwas älteres Modell? Oder? Wir hatten, ja, das ist eine interessante Geschichte, wir hatten jahrelang eine Ölheizung im Keller. Die hat einfach alle Heizkreise geheizt, quasi. Also da hing die Heizung mit dran so, und auch das Warmwasser.
Und das Problem ist, dass uns der Warmwasser, dass uns der Speicher durchgerostet ist. Und im Zuge der Tatsache, dass die Heizung dann sowieso renoviert werden musste oder wir eine neue Heizung brauchten, haben wir dann einen Kessel angeschafft. Wir haben jetzt zusätzlich noch einen Gasbrenner im Keller. Das heißt, wir können auswählen, ob wir Ölbrenner oder Gasbrenner benutzen wollen. Und wir haben für jeden Heizkreis eine eigene Pumpe. Also es gibt vier Pumpen, einer Warmwasser, dann EG, UG, EDG. Und das Ganze wird gespeist eben aus dem Warmwasser vom Ölbrenner oder Gasbrenner über eine hydraulische Weiche. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Man muss halt nur dafür sorgen, damit dass auf der einen Seite genug Wärme vorhanden ist, die man auf der anderen Seite abnehmen kann. Was habt ihr da für Pumpen? Sind das hocheffizient? Oder habt ihr das sind hocheffiziente Pumpen. Ja, die Pumpen sind so aufgebaut, die arbeiten auf Durchfluss und Druck. Das sind hocheffiziente Pumpen, die schalten auch automatisch ein. Dem brauchst du nur sagen, lauf und dann regeln die Druckdifferenz und dann machen die alles, was sie dafür müssen. Ja. Und die haben auch jeweils noch einen Ausgang für Störung und ich kriege also auf der Logo auch direkt mit, wenn irgendeine Pumpe ausfällt und kann das dann ausgeben. Ja. Also geht sofort die E-Mail an den Installateur der Wahl raus. So, so ist die Idee, ja genau. Dass dann direkt eine E-Mail rausgeht, ist ja nicht weiter schwer zu realisieren. Ich muss sowieso, um die Daten dann wegzuloggen, einen kleinen Daemon in Python schreiben. Mhm. Und der kann halt auch nebenbei darauf achten, dass der, wenn der Eingang für die Störmeldung fällt, dass dann irgendwas passiert, damit jemand Bescheid weiß. Ja, was noch im Keller eine rote Lampe. Ja, was wir wissen wollte zu der Heizung, ist halt mein Vater, der renoviert gerade seine Wutze. Und der hat jetzt da eine neue Heizung drin und das ist irgendwie auch so ein Holzbrenner und so. Und das Ding hat zum Beispiel sowas wie Touchscreen dran. Aber natürlich kommst du davon aus, mit eigener Steuerung glaube ich nicht mehr so gut dran. Ja genau, das ist genau das Problem, das mein Vater auch gesehen hat. Man kommt halt von außen nicht mehr ran. Das ist dann so ein abgeschlossenes System, man hat dann den Touchscreen, da kann man Sachen einstellen. Aber sobald man irgendwas von außen verändern will, muss man halt immer über diese Touchscreen-Oberfläche gehen. Ne? Oder man kauft halt für viel Geld noch die anderen Anwendungen dazu. Genau. Weil es gibt ja dann auch das Touchscreen, den du ins Wohnzimmer hängen kannst. Oder die ja, zum Beispiel. Und die ganzen Dinge. Was auch recht interessant ist, so eine Heizungssteuerung, bei uns sind das ja mehrere Etagen, das heißt mehrere Pumpen, die angesteuert werden müssen. Und das funktioniert dann bei den Heizungssteuerungen mittlerweile so, dass man so eine Heizungssteuerung kriegt, die kann Warmwasser und einen Heizkreis. Und wenn man dann möchte, dass sie noch mehr Heizkreise kann, dann zahlt man nochmal 700 Euro und dann stecken die dir einfach so ein Modul rein und dann kannst du noch einen Heizkreis machen. Und dadurch wird das Ganze natürlich extrem teuer. Mhm. Und so, bei so einer Logo, da klemme ich mir einfach noch ein Relay dazu, quasi, ja. Und dann kann ich die Pumpe auch noch ansprechen. Also die Eingangssysteme haben halt den Vorteil, die sind ein bisschen idiotensicher. Die installierst du einmal und danach geht halt die Hausfrau, Mutter, die keine Ahnung von Heizung hat, in den Keller und sagt, heute Nacht feiern wir Party, drückt den Knopf, geht wieder nach oben und freut sich danach darüber, dass es nachts warm ist. Ja. Das ist immer, hat auch alle seine Vor- und Nachteile. Euer System ja, kann, wenn da keine zwei Elektroingenieure zu Hause sitzen, wird das halt auch mit der Wartung. Ja genau, es wäre einfach nicht betreibbar. Das ist auch ganz klar so, das habe ich meinem Vater auch gesagt. Er meinte halt, ja, okay, das ist nun mal so. Es gibt natürlich dann, das Ganze ist in einem Kasten und es gibt auch noch den Handbetrieb. Also wenn man einfach möchte, dass nachts warm ist, kann man auch runter in den Keller gehen und Hand stellen. Ja. Aber die Dame möchte in dem Fall natürlich auch nicht nachts in den Keller gehen, um damit Hand zu stellen. Ja, klar. Ja. Eine Heizung wird ja dann auch abgenommen, irgendwie vom Schornsteinfeger oder sowas. Ne? Gab es da Schwierigkeiten, weil ihr die Steuerung komplett selbst gebaut habt? Nein. Also alles, was der Schornsteinfeger quasi wissen will, ist, ob die Abgaswerte stimmen und ob das alles richtig installiert ist. Und dann zeigt ihr das dann auf euer Display an, von wegen, so sieht es aus. Aber die Steuerung hat doch, also so eine Fertigsteuerung von der Heizung, die hat doch extra so einen Schornsteinfeger-Modus, wo die dann irgendwie draufdrücken und dann das Ding losheizt oder keine Ahnung, was habt ihr sowas dann auch implementiert? Nee, sowas haben wir noch nicht implementiert. Wurde auch nicht gefragt. Der Schornsteinfeger war letztens erst da und der meinte, ja, da ist ein Kasten und ja, wird schon funktionieren. Den hat wirklich nur interessiert, ob der Gasbrenner ordentliche Abgaswerte hat, ob der Ölbrenner ordentliche Abgaswerte hat und der Rest war quasi irrelevant. Also normalerweise Sicherheitsfunktionen implementierst du ja nochmal auf den Brennern selber. Also der Gasbrenner muss halt dafür sorgen, dass er selber sicher ist. Wenn ich von außen sage, jetzt geh an und der zündet halt nicht, dann muss er selber dafür sorgen, dass er wieder in den sicheren Zustand kommt. Oder wenn halt Sicherheitsrelais ausfällt, muss er dafür sorgen, dass er in den sicheren Zustand kommt. Genau, die sind ja auch jeweils nochmal selbst abgesichert gegen Überhitzen. Genau, und das muss ja für den Gasbrenner auch drin sein. Deswegen sehe ich da von außen kein Problem. Wenn du halt sagst, 100% über 48 Stunden, muss er das halt aushalten. Oder irgendwann sagen, ich gehe in den sicheren Zustand und schalte ab. Und das kriege ich halt jeweils auch nochmal rein. Und es ist auch so, dass die Relays gegeneinander gesichert sind. Also im Normalzustand ist alles aus. Mhm. Ja.
Und was ja im Schlussfall passieren kann, ist, dass das Logo irgendwelchen Unfug tut und dann die Heizung falsch läuft. Aber ja, dann geht halt alles in Not aus, ich kriege ein paar Störmeldungen und dann. Es passiert halt quasi nichts, weil es in Hardware gesichert ist und nicht in der Logosteuerung der Software. Das ist zwar auch gesichert, aber für den Fall das. Ja. Was meinst du mit, die Relais sind gegenseitig gesichert? Standardmäßig. Also das heißt, der Modus der Steuerung, der Heizung ist quasi, das Relais ist standardmäßig aus. Hm. Also wenn ich gegen jetzt ein klebendes Relais oder sowas gesichert? Nein, da müsste ich glaube ich nochmal nachgucken. Dafür würdest du ja typischerweise nochmal einen Relais und zusätzlichen Geber haben, dass du das nochmal zurückziehen kannst. Ja, genau. Das sind immer, zwei, zumindest für die Heizkreise. Ja, dann wahrscheinlich solche Dinge wie sicherstellen, dass nicht gleichzeitig Gas und Öl geheizt wird, was nicht problematisch ist. Da geht das noch in Hardware sichern. Ja, also das wird, du stellst dann einfach den Schalter auf aus. Mhm. Dann kann die Logo halt nichts mehr machen. Ja gut, ich meine jetzt immer mal Betrieb, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Glaubt man vielleicht Situationen, wo man wirklich so viel Energie braucht, dass Gas und der Vorteil des Gasbrenners ist halt, das kann man im links und auch mal schön sehen. Wir wechseln im Moment immer wieder dynamisch, weil für kältere Temperaturen lohnt sich der Gasbrenner nicht, weil der Ölbrenner dann fast durchgängig laufen kann. Der Vorteil des Gasbrenners ist, dass der einen analogen 0,10 Volt Eingang hat und die Logo ebenfalls, ich glaube, bis zu 4 analoge Ausgänge. Und wenn man jetzt mal guckt, da gibt es hier... das ist jetzt schon zu lange her. Ach doch, genau. Hier sieht man, hier haben wir umgestellt von Gas auf Öl. Der Ölbrenner ist halt relativ dumm, weil der keinen analogen Eingang hat. Das heißt, der hält einfach seine Kesseltemperatur, ich glaube da in dem Fall zwischen 60 und 70 Grad. Und dem Gasbrenner kann ich halt einen analogen Wert vorgeben. Beziehungsweise den kann ich halt nur bis 10 Volt vorgeben und intern eine Kurve angeben, welcher Temperatur das entspricht. Und dadurch ist das Ganze halt relativ effizient. Ne, auch weil der Ölbrenner im Moment nachts nicht ausgeht. Das lässt sich nicht steuern. Im Moment kann man den nur per Hand einschalten und dann ist er an. Weil die Relays dann noch nicht ausgefüllt sind. Ah, okay. Aber der schaltet sich dann auch ab, wenn er seine Vorlauftemperatur erreicht wahrscheinlich. Ja, der pendelt halt die ganze Zeit zwischen 60 und 70 Grad. Mhm. Ne, immer wenn du auf 60 runter gehst, geht es wieder auf 70 hoch und ja. Das lässt sich hier drüben dann relativ gut sehen. Das sind halt immer diese wenig Wärme anwendet, wahrscheinlich über Nacht. Nein, so gut wie gar keine. Das sind ja alle Pumpen aus. Ja. Und die gehen halt dann erst morgens wieder an. Habt ihr auf den einzelnen Etagen separate Temperaturgeber? Auf deren Sollwerte ihr regelt? Oder habt ihr einfach normale Thermostate dran? Da sind einfach normale Thermostate dran, ja. Das ist zum Beispiel was bei meinen Eltern im Haus etwas schlecht geregelt ist. Wohnzimmer, großes Fenster drin und der Heizungsregler, Zeitpunktregler für die Heizung ist da drin. Wenn jetzt gerade im Winter draußen minus 20 Grad, worst case, die Sonne scheint da drauf, in der Bude wird warm, und dann sagt die Heizung, oh, ich brauche halt nicht mehr heizen. Und auf der anderen Seite sitzt sie dann plötzlich bei 12 Grad in den Räumen und das ist echt grausam. Und das tut es halt nicht. Also, ja, an den Heizkreisen. Aber wenn ihr euch halt dann nicht auf sowas verlasst, dann habt ihr die Probleme ja nicht. In den Heizkreisen ist es auch so, dass da Mischer eingebaut sind. Das heißt, man könnte theoretisch auch dann einen bestimmten Anteil des Rücklaufs wieder mit reinmischen, aber das ist noch nicht implementiert. Die Relays sind alle da, um die Mischer auf und zu drehen, aber das haben wir noch nicht angeschlossen. Hm? Habt ihr eigentlich auch noch sowas drin von wegen, ja, so und so viel Watt in Gas und dadurch stecken wir rein und so und so viel kriegen wir dann als warmes Wasser raus? Das ist ja einfach mal so. Das wäre ganz interessant, ich glaube aber, das kriege ich aus dem Gasbrenner nicht raus. Also man kann bestimmt ausrechnen über die Energie, die ich hier reinstecke, wie viel ich dann tatsächlich an Öl benutze, beziehungsweise an Gas verbrenne. Ich weiß, dass der Gasbrenner direkt ausgibt, wie viel Watt er gerade produziert. Ja. Allerdings auch wieder nur auf dem Display, deswegen wird es vielleicht relativ schwer, das dann direkt rauszukriegen. Ja, kannst du eine Kamera vorklemmen. Genau, beobachten, Bilderkennung mit einem. Ja. Oder halt am Gaszähler Umdrehungen sehen und... Oder das, ja. Und dann rückwärts mal einen Energiemengenmesser haben, der halt
die Wärme misst, die transportiert wird aus dem Brenner aus. Dann hätte man quasi den Wirkungsgrad des Brenners und kann dann überlegen, was kommt raus, was steckt man rein. Aber so viele Möglichkeiten, wo man auch Daten aufnehmen kann. Ja. Nutzt ihr die verschiedenen Kreisläufe wirklich oder war das zum Beispiel da? Nee, das nutzen wir tatsächlich. Also das heißt, ihr unterschiedliche Temperaturen zum Beispiel oder unterschiedliche Zeiten? Unterschiedliche Zeiten, Kreisläufe definitiv. Also im Moment haben wir riesig viel Platz in dem Haus. Und im Moment wohne ich quasi allein im Erdgeschoss. Das heißt, bei mir ist die Zeit eigentlich so eingestellt, dass, wenn ich nicht da bin, der Kreis tatsächlich aus ist. Und auch je nachdem, wer wann früh aufsteht. Und auch wochenendabhängig. Am Wochenende steht niemand um 5 Uhr morgens auf. Der Fall tritt einfach so gut wie nie auf. Oder dass am Wochenende länger geheizt wird, weil man länger vom Fernseher liegt oder länger wach ist. Wie lange braucht das Kram eigentlich, bis es richtig warm wird? Also bis auch die Bude warm ist? Ja, bis die Bude warm ist, ist gut. Kommt natürlich auch die Größe des Heizkörpers auch an. Ich bin jetzt in einem sehr größeren Zimmer, da gibt es auch einen größeren Heizkörper. Wenn ich da ordentlich Vorlauftemperatur habe, dann wird es relativ fix warm. Ja, ich habe das so lange auch nicht bemerkt und habe mich immer gewundert, warum es bei mir so kalt war. Und zwar haben wir die Leitung erneuern müssen in meinem Heizkörper, deswegen war der Rücklauf hinten am Heizkörper zugedreht. Deswegen wurde es bei mir nicht warm. Dann habe ich den Rücklauf aufgedreht und dann wurde es innerhalb von, keine Ahnung, einer halben Stunde auf von, keine Ahnung, 13 auf 18 Grad warm. Also das geht ordentlich schnell. Wie heißt das Ventil nochmal? Also du benutzt das ja normalerweise, um den Druck so ein bisschen aufzuteilen zwischen mehreren Heizkörpern in einem Heizkreis. Da gibt es so einen ganz abgespaceden Namen für, was man da macht. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich es dann noch ein bisschen zugedreht habe. Und weil eben die ganze Wärme an dem Heizkörper dann abgenommen wurde. Und daneben die Gaspassverschleißung, und daneben richtig Geld für mal an diesem Gerät hinzudrehen, weil es ja so aufwendig ist, zwischen den Räumen die Wärme zu verteilen. Also mein Vater renoviert ja noch gerade ein Haus. Da hatten sie dann halt entdeckt, also wir haben das halt aus dem Estrich jetzt rausgeballert. Und dann waren halt die Heizungsrohre, die im Estrich verlegt waren, nicht isoliert. Und dann hat man halt die Heizungsrohre, die dann irgendwie vom Keller ins Dachgeschoss kommen, ohne Isolierung. Das ist quasi Fußbodenwärmung. Fußbodenheizung, ja. Und die Leute, die vorher drin gewohnt haben, haben auch gesagt, ja, da haben auch die Hunde gerne gepennt. Ja, ein Problem. Isolieren der Leitungen macht richtig viel aus. Wir hatten jahrelang im Keller, also auch durch den Umbau jetzt bedingt, viel nicht isolierte Heizungen da unten. Mhm. Und deswegen war einer der Gründe, warum es sehr angenehm war, im Keller zu arbeiten. Also wenn man an der Heizung dann war oder in der Nähe der Heizung gearbeitet hat, war es immer schön warm. Mein Vater hat über die letzten, keine Ahnung, 4 Wochen immer so am Abend 2-3 Leitungen isoliert und seitdem ist es da unten echt kalt. Ja, und auch im Treppenhaus ist es jetzt kalt, weil die Wärme, die unten im Keller produziert wird, nicht mehr nach oben steigt. Ja. Eine Freundin hatte das jetzt in Berlin, ist ein Mehrparteienhaus, 35 Parteien drin. Und die haben irgendwann auch Gaszentralheizung umgestellt. Soweit erstmal keine schlechte Idee, weil vorher hatten die ja teilweise noch Kohleöfen drin, teilweise Gasbrenner in den einzelnen Räumen stehen. Also schon mal nicht schlecht zu sagen, man macht eine Gaszentralheizung, ne? Vor allem auch ein bisschen günstiger. Besseren Brenner hat, bessere Energiebilanz erreicht. Gute Idee. Schlechte Idee war, dass sie im gesamten Keller und im gesamten Treppenhaus die Heizungsrohre nicht isoliert haben. Was dann dazu geführt hat, dass unten im Keller auch im Winter angenehme 18 Grad waren, nicht isolierter Keller ohne wirkliche Fenster. Und dass dann plötzlich die Energiekosten dreimal so hoch waren wie die Jahre davor. Woraufhin die meisten Mieter einfach Widerspruch eingelegt haben und haben gesagt, das geht dir jetzt mal schön, da sind wir auf eure eigene Kappe. Das ist mittlerweile auch verjährt und die haben sich nie wieder gemeldet, aber kurz nach den Widersprüchen war die Rohre isoliert. Also das macht schon echt was aus, wenn man da so viel verliert. Ja, gut. Ja. Vielen Dank. Genau.